Hey ho und willkommen zu meinem Video. Tja, ich weiß nicht mehr, was ich in dem vorletzten Video gesagt habe, was ich noch mit euch bereden wollte, aber ja. Ich habe noch keine Vorhänge oder so, aber ich habe ja meinen Teppich, das reicht mir für den Moment. Und die Vorhangstange habe ich, das reicht mir auch. Und ja, was noch viel wichtiger ist, ich habe meinen Einbauschrank. Er ist da. Also, ja, wo fange ich an? Also, an dem Tag, wo dann der Schrank geliefert wurde, kam auch die Nachricht, dass der Einbauschrank am Freitag, das war gestern, der Freitag, der 24.11., Leute, haben wir Samstag, der 25.11., das war echt gestern. Boah, um 8:30 Uhr dann geliefert wird, also unser Schreiner, den ich übrigens, wenn ich je wieder was schreinern lasse, den werde ich wieder nehmen. Der Schrank ist so wunderschön. Ich zeige euch den nachher mal in einem extra Video noch. Also das wird dann auch am selben Tag kommen, aber eben, wie gesagt, ich möchte den muss ich euch dann einfach auch mal zeigen. Ja, auf jeden Fall. Und dann zeige ich euch auch so ein bisschen noch, wie das Zimmer gerade aussieht. Dann könnt ihr euch auch, dann habt ihr auch wieder mal einen Überblick über das Zimmer. Dann wird daraus doch ein extra Video. Man sollte nie zu wenig Videos haben. Vor allem jetzt, wo es auf Dezember, November zugeht, also wo es auf Ende November, Dezember, Anfang Januar losgeht, wo ich dann die Zeit habe, wo es vielleicht, wo mich das Silvesterfeuerwerk wegballert. Aber ja, egal. Ja, also auf jeden Fall um 8:30 Uhr war es dann soweit. Jetzt ist es so, dass ich zurzeit nicht vor 5 Uhr, 6 Uhr einschlafe. Und dann bin ich halt, hab mir trotzdem vorgenommen, ich habe also meinen iPod genommen, habe wie immer meine Musik gehört, habe ein bisschen gelesen, habe halt alles gemacht wie immer. Und dann war es so 3 Uhr und dann habe ich so gesagt, okay, Leo, ach Mensch, komm Nickel. Och Mensch, gar nicht. Ach nee, jetzt nicht auch noch bewegen. Da kann ich ja gar nicht mehr raus. Ach Menno. Der hat gerade seinen Napf umgeschmissen. Jetzt ist alles im Heu. Und ich weiß, er frisst es dann nicht mehr. Mein Hase ist heikel. Und wenn es jetzt da liegt, dann frisst er das jetzt nicht mehr. Nee, da musst du mir jetzt nicht so angucken. Wenn du mir extra Arbeit machst, finde ich das nicht toll. Auf jeden Fall. Oh. Ich bin jetzt in so einer richtig doofen Situation. Ich will euch gerne die Geschichte erzählen. Auf der anderen Seite will ich auch gerne beim Leos Futter sofort wieder machen, damit ich das dann einfacher habe. Ich werde euch jetzt die Geschichte erzählen und dann. Na doch. Oh, es wird jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirren. Also falls ich Stocker habe, tut mir leid, es ist jetzt halt einfach so. Ja, auf jeden Fall um 8, dann so um bin ja, habe ich dann versucht, ab 3 Uhr habe ich dann versucht zu schlafen. Und es ging nichts. Es ging wirklich gar nichts. Ich war hellwach. Dann so um 5 Uhr rum war dann so ein bisschen so ein. Aber so wirklich einschlafen konnte ich immer noch nicht. Und dann habe ich nochmal habe ich den iPod geholt, habe auf die Uhr geguckt, habe gesehen, okay, es ist 5:45 Uhr. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann ruhig, versuche ich noch so ein bisschen zu ruhen. Und bei mir gibt es gleich Hasenbraten. Ich bin zwar Vegetarierin, aber wenn der jetzt nicht damit aufhört, das macht mich gerade kirre. Ich liebe dieses Carnegie mehr als ich Luft zum Atmen brauche, aber manchmal macht er mich wahnsinnig. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann. Es tut mir leid. Ihr müsst warten. Mein Sohn geht immer vor. Okay, also dann. Jetzt habe ich meine Mom rufen müssen, dass sie der Hase ablenkt, damit ich ihm das Zeug wieder in den Napf tun kann, damit man nicht das Fresschen verschwendet hat. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, war mein Letzt, wo ich zuletzt aufgehört habe. Ich konnte, wie gesagt, nicht schlafen und dann so um 6 Uhr rum habe ich noch ein bisschen gedöst, aber nicht wirklich. Und dann so um 7 Uhr rum bin ich zu meiner Mom rüber und habe gesagt, Mom, wir müssten dann jetzt langsam, weil es ist jetzt nur noch eine Stunde, bis der Schreiner kommt. Und dann war es sogar 7:30 Uhr.
Ja. Und dann ist meine Mom noch mal ganz kurz weggenickt. Und dann habe ich sie dann noch mal wecken müssen so, und habe zu Mom gesagt: Du Mom, es sind jetzt noch 30 Minuten. Jetzt müssen wir. Und dann ist meine Mom, sind meine Mom und ich aufgestanden. Also, The Walking Dead ist dagegen gar nichts. Also, das war wirklich so Angriff der Zombies. Wir waren eine schlimmer als die andere. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich lasse uns jetzt einen Kaffee durchlaufen. Ich nehme mir einen Cappuccino mit Baileys und dir lasse ich einen Good Morning Kaffee von Tassimo durch die Maschine laufen. Dann haben wir auf jeden Fall haben wir einen Kaffee durchlaufen lassen. Dann hat meine Mama ihren Kaffee getrunken. Dann haben wir ein bisschen Farbenspiel gespielt. Das ist gerade so ein Hobby von uns. Und ja, und dann irgendwann hat mein Papa angerufen, war voll süß. Also der war an dem Tag so niedlich, also wirklich so süß. Und hat so angerufen und hat gefragt, ja, ob der Schreiner schon da sei und ob wir da, ob es denn schon was zum Erzählen gibt. Habe ich so gesagt, nee, du ist noch nicht da, der müsste aber dann jetzt bald kommen. Und dann hat mein Papa halt, okay, ja und so. Dann haben wir halt noch ein bisschen weiter gespatzt, Mom und ich. Und dann haben wir noch zwei, drei Sachen aus dem Zimmer räumen müssen, weil tatsächlich, sonst dafür hatten wir noch nirgendwo Platz. Also so ein paar Bettsachen von mir mussten noch raus. Und mein PC, das wollte ich euch auch noch erzählen, das erzähle ich euch dann nachher. Und noch mein PC. Und ja, und dann habe ich so, war es halt so, dass. Mir fällt gerade auf, dass ich da einen Logikfehler hatte. Aber ja, tatsächlich. Ja. Eigentlich. Stimmt. Naja. Oh, ich hasse es, wenn mein Hirn das macht mit mir. So dieses, wenn ich dann irgendwas denke, was mir wichtig erscheint, und dann hängt sich mein Hirn da dran auf. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das rausgeräumt und dann hat's auch, haben wir plötzlich Stimmen im Hausgang gehört, wenn mein Papa die Tür aufgemacht hat. Das macht er sehr selten, deswegen ist das was ganz Besonderes. Und ja, dann wollte unser Schreiner und dessen Sohn, wollten, weil der ist mitgekommen zum Helfen, und die wollten dann schon den ersten Teil vom Schrank mitbringen, aber dann hat meine Mom noch schnell runtergerufen: Stopp, 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 wir müssen noch das Ding die Unterlage vom Telefon schnell wegräumen, sonst haben wir den Platz halt nicht. Und dann sind die beiden schnell hochgekommen, haben das dann noch gemacht, und dann sind sie auch schon mit den ersten Teilen vom Schrank gekommen. Und ja. Und dann haben sie da abgemessen, haben das angebracht, und also es war echt spannend, da zuzugucken. Ich habe eigentlich so gedacht, ich bin dann die ganze Zeit in meinem Zimmer und so für mich, aber ich war so viel da dabei, ich habe so viel mitbekommen, weil es einfach so, das war besser als fast jeder Actionfilm, den ich jemals in meinem Leben bis dato angeguckt habe, und das war wirklich mega. Ja, und dann wartet mal. Ich bin ja auch blöde. Ich muss jetzt halt Bilder raussuchen, wo niemand drauf ist. Weil ja, manchmal erwischt man halt auch mal jemanden, wenn während der Arbeit, weil sowas. Und ich habe Fotos gemacht ohne Ende. Also das ist so der erste Teil. Ich muss jetzt gucken, dass ich. Ja, also ich versuche jetzt mal hier die. Nur, also sowas. Ja. Ja, auf jeden Fall das ist jetzt so richtig schwierig da, weil, wie gesagt, gut, da kommen sie. Also da kann ich jetzt die ersten Fotos zeigen. Also das erste, was angeliefert wurde, war dann das da. Ja, so, das ist dann am Boden. Das ist die oh, ich weiß nicht, wie es heißt, das untere Stück halt, damit es ein bisschen höher ist. Und da unten sind Blöcke in den Boden reingeschraubt worden, damit sich das Ding nicht so bewegt, also dass es sich nicht bewegt. Ja, also. Und hinter dem Ding durch läuft dann tatsächlich ein Kabelkanal, weil da ein paar Kabel zu meinen Konsolen müssten und zu meinem Fernseher und so, und vor allem auch das Fernsehkabel, weil das ist auf der anderen Seite sonst.
Ja, und dann, nachdem das dann angebracht war und gesägt und alles, ist dann auch schon das erste Teil vom Schrank angekommen. Und ich weiß noch ganz genau, was ich zu meiner Mama gesagt habe. Das ist ja riesig. Ich habe nicht gedacht, dass der Schrank so groß wird. Also das ist dann so das erste Schrankstückchen. Da ist noch nichts dran gemacht. Das ist jetzt einfach nur so. Und das ist so riesig, also dieser ganze Schrank ist so riesig, kein Witz, dass ich da reinpasse. Ja, ich passe da einmal rein sogar. Und das Foto, das musste ich euch einfach zeigen, das war so witzig. Ja, und das ist dann auf jeden Fall, wurde der dann da hochgelupft und dann wurde da halt der zusammengeschraubt alles und dann sind noch die Verblendungen dran gekommen an die Seiten und ja, und dann kamen noch die Türen dran und die Fachböden rein und dann war er auch schon fertig. Das ging eigentlich, also es war ratzfatz war der fertig und ich war selbst überrascht, wie schnell das gegangen ist. Aber es ist wunderschön. Also ich liebe diesen Schrank jetzt schon. Und dann habe ich auf jeden Fall den Schrank auch. Also ich war so euphorisch, obwohl ich nicht geschlafen habe in der Nacht und auch voll ausgepowert eigentlich sein hätte müssen, war ich so euphorisch, dass ich den Schrank sofort eingeräumt habe. Also ich habe den, der ist jetzt schon fertig eingeräumt. Und der ist so groß, dass da jetzt sogar noch also das mittlere Fach ist jetzt tatsächlich noch komplett frei. Also da ist jetzt noch nichts drin. Weil ursprünglich habe ich gedacht, dass der Schrank viel, viel kleiner sein würde. Und habe dann dementsprechend halt die Sachen, die rein müssen, aufgeteilt auf, das muss dann da rein und das Bettzeug kommt da rein. Aber da kann ich ja das Bett, also die Bettdecken nicht reintun, weil der wird wahrscheinlich ein bisschen klein, dafür zu klein sein. Aber der Schrank ist so groß, dass das tatsächlich mit reinpasst. Und ja, ich habe euch ja versprochen, dass es eine ganz süße Geschichte gibt, von meinem Papa. Und es war so, ich war unten bei meinem Papa und habe ihm halt, wollte ein paar Sachen holen und so, für Mom, wegen Frühstück. Und dann habe ich meinem Papa die ersten Bilder vom Schrank so gezeigt und alles. Und dann hat er halt so hat Papa mich so gefragt, ja, und wie groß ist das und so. Und dann habe ich so gesagt, naja, also so und so. Und dann hat er aber aus sich kein Bild machen können. Aber genau in dem Moment sind gerade der Schreiner und sein Sohn vorbeigekommen und haben ein Stück wieder also mitgebracht, das hoch musste. Da habe ich so meinem Papa hab gesagt, oh, könntet ihr ganz kurz warten, damit mein Papa sich das angucken kann. Und dann hat er sich das auch angeguckt. Und dann war mein Papa auch so voll, wow. Und ja. Aber jetzt der fertige Schrank habe ich mir noch kein Bild gezeigt. Das würde ich dann wahrscheinlich jetzt dann, also ich wollte es eigentlich heute machen, aber das war dann zeitlich nicht gerade drin. Naja, aber ich werde dann jetzt die Tage ihm dann ein fertiges Bild davon zeigen und ja. Ja gut, das war eigentlich alles, was ich euch dazu sagen konnte. Und eigentlich ist mir noch was eingefallen, was ich euch erzählen wollte vorhin, aber jetzt ist es wieder. Ah, jetzt weiß ich es wieder, jetzt weiß ich es wieder. Gut, dann nächste Video ist dann schon, wo ich euch mal ein kleines Update gebe, wie das Zimmer jetzt aussieht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint und ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.